grünen Tee bitte. Zitrone habe ich noch. Einmal grünen Tee bitte, Zitrone hab ich noch. Das ist hier schon da. Heute müsste auch schon drin hängen. Ah, die steht hier. Ja. Dann war das, das Bild von dem ersten Tee, den ich heute schon hatte. Genau. Ja, der Edelwitz, der kann viel lauter sein als wir. Ein Hund, der ist nicht laut, der Edelwitz. Oh, der Edelwitz nicht mal so viel Krach machen, wenn wir rumschreien. Nee, hab's noch, hab's schon. Alles klar, danke. Blöde Leute, das geht überhaupt nicht. Die sind verformt, verbildet. Die können gar nichts dafür, weil ihre Eltern haben das Gleiche gemacht wie ich mit meinem Kind. Die meisten Menschen mit ihrem Kind, dass sie gesagt haben, nee, da nicht lang, da lang, nee, das so, nein. Die mussten sich an mein empathisches System oder unempathisches System, musste sich mein Sohn anpassen. Ne? Musste sich daran anpassen. Und dann habe ich das natürlich auch radiert, ohne es zu wissen. Also hören wir mal auf, von Schuld zu sprechen. Weil wir alle sind irgendwo da drin in diesem System. Wir können die Erkenntnis haben und sagen, wir wollen das wieder mit Leben füllen. Wir wollen da raus. Wir wollen was anderes schaffen, eine bessere Welt. Und die bessere Welt schaffen wir nicht, indem wir demonstrieren, indem wir vor irgendwelchen Gebäuden stehen, die da irgendwie Hebel von Schlachtfeldern in der Hand haben und die irgendwie Kriege produzieren und so weiter. Das wird sich nicht ändern, wenn sich nicht der Mensch ändert. Wir können sonst was machen, aber wenn der Mensch sich nicht ändert, ändert sich gar nichts. Da kann ich noch 1000 Bücher schreiben über den Frieden. Johann Galtung hat super Sachen gemacht. Aber was ist davon in der Frieden? Wenn ja Mensch sich nicht ändert, was wird Wenn man das heute sagt, was Galtung früher gesagt hat, da ist man heute ein Rechter, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also ich sehe die Janensia robusta als ein wunderschönes pflanzliches Wesen an, meinetwegen ein Baum, der aber vergessen hat, weil er den Winter so lieb hat, im März seine Knospen auszutreiben. Das hat er vergessen. Natürlich sagen die jetzt, nein, das stimmt ja gar nicht. Doch, es stimmt, wenn es andere Leute machen wie Galtung. Wenn Galtung das macht, ist das ja in Ordnung. Aber wenn andere Leute das Gleiche erzählen, sind sie recht. So unempathisch ist der Mensch schon geworden. So unempathisch in seiner Peergroup. Die Peergroups alleine fördern, unempathisch zu sein. Nur noch der Doktrin zu folgen, das ist in unserer Peergroup richtig, ein Regel und fertig. Nicht hinterfragen, der darf das, du nicht, du rechts, du links, oh, du böser. Und so geht das die ganze Zeit. Ja? Die ganze Zeit geht das so. In Wirklichkeit haben alle Menschen in unserem System die gleichen Probleme, graduell unterschiedlich, ja, auch von den Kompetenzen her unterschiedlich, aber grundsätzlich ist das das gleiche Problem. So wie alle Autos Räder haben und einen Motor haben. Aber alle Autos innen anders aussehen und auch andere Räder fahren. Andere Statik haben, anderes Bremsverhalten, natürlich sind die alle anders. Aber so sind wir auch, in diesem Sinne jetzt, ne, bildlich gedacht. Und das sollten wir ändern. Wir müssen uns selbst wiederfinden. Und das ist die psychologische Philosophie oder die philosophische Psychologie von Arno Groen. So, jetzt bin ich gespannt. Der Fremde in uns ist das eigentliche Opfer unseres Selbst. Dieses Selbst wird verzerrt durch einen Gehorsam, der es fast unmöglich macht, die Wahrheit des ganzen Vorgangs zu erkennen. Gehorsam, könnte man sagen, dient nicht nur dazu, sich dem Unterdrücker unterzuordnen,
sondern auch seine Taten zu verschleiern. Mit anderen Worten, Gehorsam untermauert Macht. Er macht es unmöglich, die angestaute Wut gegen jene zu richten, die für sie verantwortlich sind. Die Wut jedoch ist da, genauso wie der Hass auf das eigene Opfer, das man als fremd von sich weisen muss, um sich mit den Mächtigen zu arrangieren. Und das ist, also das, wer das leugnet, was Arno Groen da geschrieben hat, ne, der hat keine Ahnung von Menschen. Der weiß nicht, wie wir ticken. Das ist wahr. Die Menschen, die dem System oder den anderen Menschen gegenüber gehorsam sind, sind nicht nur den Menschen gegenüber gehorsam, sondern den Systemen, die diese Menschen repräsentieren. Das ist Parteidoktrin. Das ist politische Doktrin irgendeiner Peergroup. Da tun die alle das Gleiche. Die kommen aus dem Gehorsam, in dem sie drin sind, um das zu verifizieren, was sie wollen, gar nicht mehr raus. Halten es für grundsätzlich richtig, weil es tun ja alle so. Und weil ich in diesem Gehorsam, ja, eine Wahrheit erkannt habe, was die politische Doktrin da gerade sagt, kämpfe ich mit meiner Wahrheit gegen die Wahrheit einer anderen Doktrin. Und so entsteht der Krieg der Parteien untereinander, obwohl die beide das Gleiche wollen. Ungefähr. Die können sich nicht mehr arrangieren. Die können nicht mehr sagen, wir sind alle eigentlich hier 80 Millionen, 85 Millionen oder in Europa 250 Millionen, 300 Millionen oder 800 Millionen der Westen. Wir machen jetzt irgendwie, versuchen wir mal das in die ähnliche Richtung zu gehen. Das sagen sie nicht. Sie kapseln sich ab, ja, bilden quasi diesen Gehorsam in sich selbst auch ab, führen ihn vorwärts und unterdrücken damit die anderen. Dadurch stärken sie bei den anderen das Fremde in ihnen und den Gehorsam gegenüber den Autoritäten. Und schon glauben diese Leute nur an Autoritäten. Ihr glaubt mir nicht? Also ich war auf der Friedensbewegung. Auf der Friedensbewegung gab es nur Podeste, wo irgendwelche Redner redeten und die anderen hörten zu. Das war alles. 2,5 Jahre, 3 Jahre. Da redet einer, die anderen hören zu. Das ist Gehorsam. Das ist Gehorsam. Das ist so in uns drin, dass wir der Autorität den Gehorsam bringen und dem zuhören. Und wir selbst nicht in der Lage sind, das Podest zu besteigen und selbst zu reden. Weil das müssen wir ja erstmal lernen. Wir müssen erstmal weg von dem Gehorsam. Wir müssen erstmal erkennen, dass es Autoritäten gibt. Autoritäten, die dadurch entstanden sind, dass ich das Fremde in mir in Wirklichkeit suche als eine Füllmasse und es mal also ersatzbefriedigend nur finde. Und so baue ich dann die Pose auf und sage, ihr hört mir jetzt zu. Ich bin der Führer dieser Bewegung. Bullshit. Ja. Bullshit. Bei jeder Rede, wo ich geredet habe, bei der Klinsmann war, habe ich immer darüber nachgedacht, warum ihr da unten steht. Warum steht ihr da unten? Warum stehe ich da oben? Warum seid ihr nicht um mich herum? Wir sitzen und so weiter. Das hätte euch irritiert, wenn ich das gemacht hätte. Das hätte euch irritiert. Und sagt jetzt nicht, nö, mach mal. Nein, das hätte euch irritiert. Autor, jetzt guckt ihr vom Verstand her. Dieser Manager, da wart ihr mit der Meinung. Erzählt hatte. Diese Manager-Geschichte, da sprachst du jetzt als Manager zum Bettler, in Schlips und Kragen, voller Montur, und versuchst, den einzuladen. Und er meinte, es gibt nur zwei Arten, bis jetzt, wo es geklappt hat. Die selber sozusagen schon mal relativ weit oben sind, die runtergefallen sind und sozusagen dadurch in dem gleichen Status waren. Oder die Manager, die sehr autoritär waren, dass der andere eigentlich kaum eine Chance hatte, obwohl er ja sowieso Bettler war. Die hätten das wahrscheinlich geschafft. Nach dem Motto, du musst jetzt mitgehen und so ein Bettler hat wahrscheinlich trotzdem schon wieder so viel Freiheit, dass wahrscheinlich die wenigsten dann auch keinen Bock haben. Bei diesem Manager-Schulung geht es ja auch um Autoritätsbildung. Sei lieber ein Autor deines Lebensromans als eine, oder deiner, na, weiß schon. Du bist zwischen Autor und Majestät. Und die Emotion sagt uns was Neues. Ja, aber nicht, das, das ist so, das ist eine Tatsache. Das habe ich Silvi gestern gesagt, lass uns doch bitte wieder höflich zueinander sein. Ja? Weil sie ja so gerne den Fernseher laufen lässt, aber nicht registriert. Nicht mal, wenn ich ihr sage, Silvia, Fernsehen macht mich krank. Silvia, ich kann Fernsehen nicht leiden, ich hasse Fernsehen, interessiert dich nicht. Dann sagt sie dann, na, weil du es bist. Macht sie dann aus, ja. Wenn ich sage, hier können wir nicht mal wieder höflich zueinander sein. Einfach nur höflich, so wie am Hofe. Ja? Das ist so wahrscheinlich verwirrt. Nee, gar nicht.
du möchtest doch, und dann habe ich dich wieder zitiert, du weitest ja deine Auffassung vom christlichen Verhalten, so wie du denkst, dass die meisten Christen darüber denken sollten, tu dem anderen nicht das an, was du nicht selbst erleiden möchtest, ja? Und wenn ich Silvia sage, hey, es fügt mir physische Schmerzen zu, auch wenn du sie nicht, du unsensibles Ding, also hier sagt sie nicht fühlen kannst, sie müsste es doch wenigstens an der Optik erkennen, dass wenn ich so da sitze, so geknickt, dass es mir nicht gut geht. Ja, so viel zur Sensibilität. Ich glaube, ich würde noch was sagen. Ja, Stabilität und Sensibilität sind vielleicht die entgegengesetzten, aber trotzdem muss sich beides ausbilden. Oh, aber und muss, ey. Lass mal den. Will ich jetzt noch weiterlesen? Ja, weiter gucken. Aber nein, das Wort sollen ist ja liebefremd. Wo ich jetzt? Arno, ich lese mal weiter vor. Ich möchte hier mein Augenmerk auf die Angepassten richten, die als nicht krank eingestuft werden, auf die Erfolgreichen im Wettbewerb, im Herrschen, im Besitzen, im Erobern, also auf jene, die scheinbar frei sind von Angst, Spannung und Leiden. Der Versuch, Menschen in Kranke und Nichtkranke einzuteilen, ist zum Scheitern verurteilt, weil er die eigentliche Krankheit, die unser Opfersein hervorbringt, nicht berücksichtigt. Wenn aber diese Grundlage unserer Entwicklung ignoriert wird, muss unser Geschichtsbewusstsein ein unvollständiges sein. Das Vorhaben, die Geschichte des Menschen zu verstehen, wird so lange scheitern, wie wir nicht in der Lage sind, das Allgegenwärtige des Fremden in uns zu erkennen. Ich wurde angefeindet von vielen Psychologen, ich bin ja kein Psychologe, ich bin ja bloß ein Therapeut, von vielen Psychologen wurde ich angefeindet, weil ich ihnen gesagt habe, wenn wir das nicht berücksichtigen, wenn wir nicht berücksichtigen, dass auch die Gesellschaft krank ist und dass nur eine kranke Gesellschaft auch kranke Menschen hervorbringt und dass die Ursache nicht immer nur bloß in den Menschen zu finden ist, sondern auch in unserer Gesellschaft, da wurde ich als voll Verrückter dargestellt, als Scharlatan, als Spinner. Und Arno Grün schreibt das auch. Das schreibt auch Erich Fromm. Das schreibt auch Eugen Drewermann. Das schreiben alle Großen, die wirklich Hirn im Kopf hatten und psychologisch richtig was drauf hatten. Die schreiben das alle, weil da kommt man irgendwann hinter. Mein Nichtkampfprinzip ist ja voll von solchen Sachen, dass es darum geht. Auch in meiner Praxis ist es voll von solchen Sachen, dass ich Jugendlichen erst einmal die Angst davor nehme, dass sie selbst die Verrückten und die Bekloppten sind, die gerade die Gesellschaft in ihnen sieht. Weil die Gesellschaft nicht erkannt, dass sie auch schon krank ist. Und wenn die Gesellschaft nicht erkennt, dass sie krank ist, dann macht sie Leute, die leiden unter der Krankheit der Gesellschaft, noch kranker. Das ist ein Zwangssystem. Das ist Folter. Das ist Folter. Wenn ich in einem kranken System nicht, wenn ich erkenne als junger Mensch, und die meisten jungen Menschen haben ein feines Gefühl dafür, dass die Gesellschaft völlig daneben ist und krank ist. Und wenn dann die Erwachsenen daherkommen mit ihrer seelischen Peitsche und ihnen sagen, nö, du musst aber jetzt so, du musst aber jetzt so, und die nicht gehört werden, dann fangen die an, innerlich zu sterben. Dann haben die keinen Bock mehr auf die Erwachsenen. Das ist der Grund, warum wir bei den Jugendlichen ständig dieses Phänomen haben, dass die einfach angekekst sind von Erwachsenen. Und dass die Erwachsenen erst einmal so als Feinde fast schon betrachten, weil sie in allen Erwachsenen Hüter dieser Krankheit sehen. Und damit haben die gar nicht so Unrecht. Das habe ich auch als Kind erfahren. Das habe ich als Jugendlicher habe ich das schnell begriffen, dass das so ist. Und ich habe auch schnell begriffen, dass wenn ich das sage, oh, dann wird es aber noch schlimmer. Dann wird das viel, viel schlimmer. Ne? Und das kommt, weil wir uns entfremdet haben von uns selbst. Unsere Gesellschaft ist total krank. Ist total krank. Die Systeme, die wir entwickelt haben, egal ob das Bildung ist, ob das Medizin ist, ob das Sprache ist, ob das Medien sind, also alle Medien, das Fernsehen und so weiter, nicht? Alle möglichen Dinge, Schule, Arbeitswelt, wie wir unseren Lohn empfangen und so weiter und wie wir Religion erleben, jetzt wir in unserer Welt, also als christliche Religion, das ist vollkommen krank, das ist daneben. Da wird in der Religion nicht erzählt, Jesus wollte keine Kirchen. Das erzählt man ein Pastor oder ein Pfarrer. Jesus wollte gar keine Kirchen. Dann kommen die aber mit ihren Ausreden an. Die ganze christliche Welt ist eine riesige Ausrede vor Jesus. Eine riesige Ausrede. Jesus nicht als den zu sehen, der er, wenn er gelebt hat, wenn er wirklich gelebt hat, ein ganz anderer war als das, was die Christen da, die christlichen Leute da behaupten. Bei Bildung ist es haargenau das gleiche Problem. In Schule wird der Mensch nicht gebildet, er wird verbildet.
einige Dinge gibt es auch in der Religion, überall gibt es einige Dinge. Das ist ja der Trick der ganzen Angelegenheit, die auch mit wirklich guten Dingen verknüpft sind, mit tollen Dingen auch verknüpft. Und das ist quasi der Duftstoff, der Lockstoff, der sie anlockt, das auch gut zu finden. Ne? In Bildung werde ich verbildet. Ich werde nicht darin gebildet, ja, mich selbst mündig zu machen, mich selbst glücklich zu machen, mich selbst als Eroberer meines eigenen Wissenspotenzials zu betrachten, meiner Ressourcen und so weiter. Wir leben nicht in einer Polizeientfaltungskultur. Wir leben in einer Polizeientfaltungskultur. Jeder, der sein Potenzial entfalten will, wird unterdrückt, egal in welcher Richtung er unterwegs ist. Nur ganz selten gelingt ihm da der Superflug. Ne? Vor allem dann, wenn er selbstständig ist. Das ist der Grund, warum ich selbstständig bin. Das ist der einzige Grund, warum ich in Wirklichkeit selbstständig bin. Weil ich keinen Bock mehr habe auf diese Ressourcenzertreter, auf diese Potenzialvernichter. Da kennt man nicht drauf. Überhaupt nicht, schon als Jugendlicher nicht. Deswegen war ich Schulschwänzer in der Schule. Ich hatte keinen Bock auf diese Kacke. Weil die mich nur kaputt gemacht haben. Oder ich habe das so empfunden zumindest. Ja? Dass die weiter das Fremde in mir kaputt machen, weiter mich entfremden von mir selbst. Da habe ich irgendwann gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Ach, kein Bock drauf, mache ich nicht. Und egal, was das kostet, ich werde die Würde von mir selbst niemals verlieren. Und das steht alles, ist alles drin, alles andere geholt, der Fremde in uns. Geschichtsschreibung orientiert sich überwiegend an Herrschern, Eroberern und mächtigen Feldherren. Die meisten soziologischen und historischen Denksysteme führen deren Verhalten auf Größe, Weitsicht und Souveränität zurück. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir erkennen, dass auch ein Napoleon ein Massenmörder war, ein Vollidiot, den wir niemals hätten an die Macht bringen dürfen, ja, nicht nur irgendwie Hitler oder Stalin oder Mao, und die ganze Weltherrschaftskultur ist voll von solchen Metzelmördern, die aber in unseren Geschichtsbüchern, wenn wir in die Schule gehen, als große Helden fast schon dargestellt werden. Ne? Grande Nation in Frankreich, ja, bewahre mich doch davor. Grande Nation in Deutschland, ja, bewahre mich davor, Deutsche Reich. Ist das Gleiche. Irgendwo kommen immer irgendwelche, die wollten die Grande Nation errichten. Und das sind Leute, die sind so krank, dass sie halt eben so entfremdet sind von dem, was sie wirklich können und wirklich wollen, dass sie das Ersatzbefriedigen niemals stillend auf die ganze Welt übertragen haben, weil sie ein hohes Energiepotenzial hatten. So hoch, so voller Lebenskraft, aber sie haben nicht den Urgrund wiedergefunden, nämlich sich selbst. Und mussten das auf alle anderen drauftünchen. Und das sind die großen Feldherren. Das sind die Leute, die eigentlich die Geschichtsbücher voller Blut gemacht haben. Voller Blut. Und in den eigenen Ländern sind das fast Helden. Und in Deutschland versucht man irgendwie doch noch das Gute in Hitler zu sehen. Warum? Weil die völlig entfremdet sind. Die können überhaupt nicht sagen, das war ein Schwein. Fertig. Was soll ich da weiter wissen wollen? Ich interessiere mich nicht mehr dafür. Das war so. Der hat so viele Menschen ermordet. Der hat ein solches Chaos in Deutschland, in Europa verursacht auf der Welt. Das ist mit nichts zu entschuldigen. Mit gar nichts. Und viele Leute wollen das halt nicht hören. Dass das mit gar nichts zu entschuldigen ist. Und ich kann mir jetzt schon den Shitstorm auf YouTube jetzt schon vorstellen, was dann wieder diese Befürworter, ja, es war ja doch was Gutes dabei. Ja, was denn? Was war denn Gutes dabei? Dass er die entfremdeten Menschen zu seinen Sklaven gemacht hat, zu seinen Fahnen? Dass er sie missbraucht hat für eine Sache, die selbst er nicht im Griff hatte? Es ist unfassbar, dass ich darin das Gute zu sehen habe. Es gibt ja auch das Phänomen, immer die anderen sind die Bösen. Ne? Da lese ich jetzt mal vor. Diese Konzentration auf die bösen anderen ersparte es ihm, die Verantwortung für sein Versagen zu übernehmen. Hier ist von Hitler die Rede. Sie führte ihn auch zu der Erkenntnis, dass ein äußerer Feind wichtig war, um sich inneren Zweifeln nicht stellen zu müssen. Das ist ein Wesensmerkmal von allen Leuten, egal ob die im Guten oder im Schlechten unterwegs sind. Das ist vollkommen egal, was sie repräsentieren. Wenn sie im anderen das Böse festgemacht haben, wenn sie sich selbst ihren eigenen Zweifel nicht stellen wollen, dann projizieren sie das auf einen äußeren Feind und machen ihn nieder, weil sie ihre eigenen Zweifel niemals zulassen dürfen. Sie dürfen nicht zulassen, dass sie selbst nicht okay sind. Und die Maschine im Kopf muss aber weitergehen. Ich muss mich vor mir selbst ja ständig rechtfertigen. Wenn ein Gewaltstraftäter übelste Gewalt anwendet, dann muss er diese üble Tat
vor sich selbst als positiv darstellen. Das muss er machen. Und deswegen gibt es Bagatellisierungsstrategien wie, ey, was guckst du? Was ist los mit dir? Hä? Wolltest du mich anmachen oder was? Deswegen gibt es solche Sachen. Das fängt damit an. Das ist jetzt die Rechtfertigungsstrategie, die ich anfange, um meine Taten auf ihn zu stülpen. Das ist der Grund, warum die das machen. Das ist der einzige Grund. Und das kann man jetzt nicht nur bei den Gewaltstraftätern so sehen, das kann man bei den anderen genauso sehen. Da gehört die Antifa auch dazu. Du hast es mir tun. Aber da gehört die zu. Da gehören auch die Antideutschen zu. Ja? Das sind Gewalttäter. Dazu gehört auch, Jutta Dittfurt gehört auch dazu. Jutta Dittfurt ist eine Gewalttäterin. Fertig. Sie ist eine Gewalttäterin. Egal, ob die das Gute repräsentiert für einige Leute oder nicht, ihre Taten sprechen Gewalt. Und das tut sie. Das ist einfach Fakt. Und wer das nicht sehen will, der wird auch niemals in sich selbst erkennen, diese Zweifel, dieses Fremde in einem. Der wird das, was ich sage, jetzt für Vollspinnerei halten. Aber das ist es nicht, weil es hier drin steht. Es steht hier drin. Seine Psychologie ist voll von solchen Sachen. Und nicht nur seine. Es gibt viele große Psychologen, die das alle beschreiben. Und die können sich deswegen rauswinden, diese Leute, wie Jutta Dittfurt oder Antifa oder Antideutsche, können sich deswegen rauswinden, weil sie sich einer guten Kleidung, aber wenn sie sich eine gute Kleidung politischer Richtlinien angezogen haben, die vermeintlich gut ist, im vermeintlich Guten akzeptiere ich, dass ich böse handeln darf. Das ist eine einfache Nummer. Jeder Gewalttäter macht das. Ich war ja Gewaltstraftäter-Therapeut, jahrelang, habe viele Gewaltstraftäter gehabt. Die hatten immer am Anfang das Bedürfnis, mir sagen zu müssen, dass der andere schuld ist. Natürlich war der andere schuld. Aber wenn man die Gewalttaten nur als Gewalttaten betrachtet, nicht ideologisch geframed und ideologisch verfärbt, dann kommt man zum Wesen der Gewalt in Menschen. Und das Wesen der Gewalt im Menschen hat immer die gleiche Pathologie. Es ist immer das gleiche Fehlverhalten. Egal, ob ich in Guten unterwegs bin, egal, ob ich Adolf Hitler heiße, ob ich Eichmann heiße, ob ich antideutsch bin, Antifa bin, ob ich links gegen rechts, rechts gegen links bin, ob ich Gaddafi heiße, ob ich Saddam Hussein heiße, spielt gar keine Rolle. Oder ob ich der Hooligan auf dem Sportplatz bin. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und weil ihr das nicht wisst und weil ihr das auch nicht kennen wollt, die meisten wollen es nicht wissen, dass das so ist, projizieren sie ihre eigenen Rechtfertigungsstrategien, sich im Guten gegen das Böse zu wenden. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Das ist keine Lösung. Das ist immer das gleiche Prinzip. Gewalt ist eine Energie, die ich nur loswerde, wenn ich dieser Energie gar keinen Raum mehr gebe. Wenn Jutta Dittfurt dieser Gewalt keinen Raum mehr gibt, die sie ständig aufströmt, dann würde Jutta Dittfurt begreifen, dass das, was sie tut, das Allerletzte ist, um das zu vollführen, was sie meint, vollführen zu können oder vollführen zu wollen. Dann würde sie plötzlich ihre Peer Group, die sie selber hat, ihre Fangemeinde, die riesengroß ist, die würde sie gar nicht mehr wollen. Weil sie nämlich begreifen würde, dass das, was sie in sich hat, dass sie das loswerden will, loswerden muss. Und wenn sie das loswerden würde, dann würde sie endlich das sein, was sie ständig in ihrer eigenen Familie bekämpft. Nämlich kein Faschismus mehr zu praktizieren. Das würde geschehen. Nicht andersweise nicht. Gewalt ist immer Faschismus. Immer. Ist immer ein faschistischer Akt. Weil ich die Zeit eines anderen Menschen nehme, um mich über ihn zu stülpen, um ihm zu sagen, meine Wahrheit ist wichtiger als deine. Das ist eine Gewalthandlung. Ich entziehe dem Menschen seinen Freiheitsraum durch diese Handlung, indem ich ihn nicht mehr das machen lasse, was er machen möchte. Über eine Kommunikationsstrategie kann ich viel, viel besser interagieren gegen so etwas und kann ihn einladen und einbinden, um kognitiv da oben etwas besser zu werden. Das funktioniert. Das ist Habermas. Das ist eigentlich auch der Grund der Frankfurter Schule, die aber missbraucht wurde für die eigenen Zwecke. Und das steht hier drin. Das steht alles hier drin. Wenn man der Analyse fähig ist, was er beschrieb, was Arno Boehm beschreibt, dann steht das da drin. Und das ist wahr. Kein Psychologe auf dieser Welt, der gut drauf ist, wird das jemals bestreiten. Kein Psychologe mit einem Wissen, wo er wirklich weiß, wie Menschen ticken, wie Menschen auch funktionieren und der nicht nur irgendwelche Dinge macht. Dann gibt es ja auch Psychologen, die andere Dinge machen, als jetzt sich um Menschen zu kümmern. Der wird das nicht herausfinden. Aber das Wesen der Menschen, das beschreibt Arno Boehm, wie das in unserer Kultur funktioniert, wie der Mensch verformt wird.
wie der Mensch in seinen eigenen Handlungen, Haltungen, in seiner eigenen Liebe, in seinen eigenen Bedürftigkeiten voll und ganz missbraucht wird von dieser Gesellschaft. Das steht alles in seinen Büchern drin. Jetzt hätte ich mal nächstes Kapitel einfach mal aufnehmen. Das ist einfach, ich kann einfach aufschlagen, was ich will, und sofort habe ich ein Thema, worüber ich hier mit euch diskutieren könnte. Ich lese jetzt einfach mal das hier vor. Mal gucken, was davon jetzt kommt. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Also, habe ich angemarkert. Hier. Habe ich angemarkert? Jetzt lese ich es einfach mal vor. Die Analyse der psychopathologischen Dialektik zwischen Hitler und seinen Anhängern muss auch den folgenden Aspekt mit einbeziehen. Im Namen eines autoritären Vaters brachte er es fertig, dass sie ihre eigenen autoritären Väter verließen. So kam es zu einem merkwürdigen Phänomen. Sie, die im Gehorsam der Autorität ergeben waren, wurden zu Rebellen, indem sie sich Hitler verschrieben. Obwohl sie sich scheinbar der Aufrechterhaltung der herrschenden Struktur verpflichtet fühlten, zerstörten sie im Namen der Ergebenheit an einer Autorität das Leben und ihre vermeintliche Bindung an Ordnung und Gesetz. Die haben ja die vorherige Ordnung komplett kaputt gemacht und haben gesagt, wir sind für Ordnung, Recht und ich weiß nicht was, und das erstellen wir jetzt mal neu. Also das fällt einem wie Schuppen vor den Augen, wenn man solche Zeilen liest. Wie kann ein Mensch eine neue Ordnung für Recht und für toll finden, wenn er die alte zerstört? Ordnung an sich. Also der S.R. Töpperwein wirklich ein Hoch in Nuss, weil der echt Lösungen anbietet. Und der bewundert jetzt gerade einfach nur das Problem und das ziemlich lange. Und das mit nicht guten, also mit aggressiver Stimmlage. Und kann natürlich mit allen, mit jedem seiner Finger auf irgendjemanden zeigen, der praktisch böse ist. Und genau das missfällt mir bis jetzt. Vielleicht kommt ja noch eine Lösung. Weil sonst wird man durch diesen Vortrag einmal nur hilflos. Und das ist ja nicht das, was ich möchte, hilflos sein. Hilflos gegen einen übermächtigen Feind, der in mir steckt. Der Fremde oder wie auch immer. Das ist ja gruselig. Fang's auf und trink's. Steht ein Glas. Das braucht dein Körper. Der schreit danach. Nach seinem eigenen Urin. Rüdiger, wie erkläre ich meinem Kind? Ja. Hoffen wir mal, dass noch eine Lösung kommt. Sonst war halt nur Bewunderung des Problems. Und keine Hoffnung, da rauszukommen. Erkennst du denn das Problem in dir selbst? Das, was er da sozusagen zusammenfügt, ist eigentlich eine klare Analyse. Dass wir sozusagen Hörigkeit... Ich möchte, dass du meine Frage beantwortest. Was? Ich möchte, dass du meine Frage beantwortest. Ich schon wieder Monolog. Wie war die nochmal? Ja, mach mal. Willst du deine Frage noch? Erkennst du dich denn da? Erkennst du das Problem in dir selbst? Erstmal noch nicht. Das ist, glaube ich, zu früh gefasst.
weiß, dass er natürlich so ist, dass ich auch autoritätshörig bin. Auf eine gewisse Weise, dass ich in diesem System natürlich auch versuche, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, um mich zu bewahren. Na klar. Na klar. Das hat aber er nicht so gesagt. Nee, der hat es anders ausgedrückt. Aber das Einzige, was ich zusammenfassender finde, ist das Problem, dass wir Hörigkeits- oder autoritätssüchtig sind, weil wir sonst nicht wissen, mit uns anzufangen. Das würdest du mich da bitte ausnehmen? Hä? Würdest du mich da bitte ausnehmen aus deinem Wir? Ich gehöre nicht dazu. Ausnahme, also ich gehöre hier nicht dazu. Ausnahme, du. Ich, na ja, genau. Ich gehöre nicht dazu. Mein Ding. Soweit. Geräusche nur meiner inneren Stimmung. Ja, aber du musst ja wohl nicht so größenwahnsinnig sein, für deine Ideale zu sterben. Ich bin nicht ideologisch. Ich bin ideologisch so zynisch veranlagt, dass ich dafür sterben würde. Was bist du? Ich bin schon gar nicht ideologisch so zynisch veranlagt, dass ich dafür sterben würde. Nein, beruhig mich. Deswegen musst du natürlich. Ich kann nämlich nicht sterben. Ach, wir wollen es jetzt nicht. Das hat doch der Kurt vorhin erzählt. Schon wieder vergessen? Nein. Wir wollen es aber trotzdem nicht probieren, weil es bescheuert ist. Man versucht nach Töpperwein, was ich richtig finde, sein Leben in Freude zu genießen. Meine versucht das? Ansatz. Nach Yoda heißt es aber nicht versuchen, sondern machen. Ja, mal wie machen. Weil versuchen, da steckt schon wieder Suchen sehen, drin. Freude sehen. In dem Fall hat er dieses Angebot, der Töpperwein. Freude sehen bedeutet in dem Falle praktisch, dass man denn irgendwann Freude ernten kann, wenn es gut läuft. Ja. Wenn man so mal nach Hause kommt und diesen Stress hat, dann ist es einfach für mich so. Ja, dann bist du verantwortlich für den Stress. Genau. Weil alles, was ich tue, sofort auf mich reflektiert wird. Ja, so ist es nun mal. So ist es nun mal, dass alles reflektiert wird. Ja. Aber wenn du ein Licht bist, dann wirst du reflektiert. Wenn du ein Licht bist, dann wirst du reflektiert. Du willst ja wohl ein Licht sein. Wieso bist du schwarz? Und wieso bist du schwarz, wenn du kein Licht sein kannst? Ich bin ein Sender, genauso wie du ein Sender bist. Also bist du auch Teil. Sag mir nicht, was ich bin. What? Sag mir nicht, was ich bin. Du bist ein Sender. Sag mir nicht, was ich bin. Doch! So, haben wir uns schon wieder eine sinnlos Schwachsinn aufgelöst hier, oder wie? Ja. Ja, schauen wir mal wieder. Ja. Schön. Das war wieder sehr konstruktiv und sehr viel total überflüssig. Das war nicht überflüssig, wir sondern leben in der Zeit des Überflusses. Das war überflüssig. Das macht mich schon fast aggressiver, dieser Arno Grünfeld da. Wie ist der jetzt Grünau da macht? Wir lassen mal mit hinhorchen, hä? Hinhören. Ich hab da hingehört. Ja, du wüsstest ja vielleicht auch mal, wie er heißt. Ist mir jetzt auch eher Arno heißt da. Jemals macht mich das aggressiv, dass er mir nur ein Problem hinwirft. Und dieses Problem ist hoffnungslos zu überwinden, wenn er nicht innerhalb der letzten paar 10 Minuten irgendwie eine Lösung anbieten kann. So, und du weißt es in diesem ist. So, dann mach doch einmal weiter. Meine Güte, wenn du nicht aggressiv sein willst, dann kannst du doch gleich. Die Frage, wer Hitler war, kann nur im Kontext seiner Anhänger beantwortet werden. Denn sie waren es, die ihn zu der Person machten, die Historiker bis heute beschäftigt. Ohne die Wechselwirkungen zwischen ihm und seiner Gefolgschaft hätte es diesen Hitler gar nicht gegeben. Nur durch die Einbettung in die Bedürfnisstruktur der Menschen konnte ein Mann zum Führer werden, der weder zum Führen noch zum Regieren imstande war. Das ist das wahrhaft Paradoxe. Hitler verkörpert die unreale Welt des Posierens, in der die Pose mit der Wirklichkeit verwechselt wird, wodurch Wirklichkeiten geschaffen werden, die ohne Verantwortlichkeit der Akteure existieren. In diesem Umstand liegt auch die tiefe Bedeutung von Karl Armeys Beobachtung, dass Hitler ein Vorläufer unserer Zeit war. Er spiegelt in perfekter Weise die heutige Welt wider, in der das Image, die Wirklichkeit und die Pose die Verantwortung ersetzt haben. Das ist ein Hammer. Als ich das erste Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die ganzen Schauspieler, die ganzen Stars, das ganze Fernsehen lebt ja davon, dass wir so bescheuert sind, zu glauben, dass die Pose die Wirklichkeit ist. Weil wir in uns diese Leere haben.
wollen wir in dem anderen den Helden sehen. Und dieser Held, das ist nur eine Pose. Diese ganzen Stars im Fernsehen posieren ihre Pose. Die tun nur so, als ob, in Wahrheit sind die anders. In Wirklichkeit leben die auch ein ganz normales Leben. Aber wir tun so, also die meisten Menschen tun so und vergöttern die. Weil die materiell mehr haben. Weil die auch mehr Geld verdienen. Oh, wie sind die da hingekommen? Oh, hier, oh, hier und so. Vergöttern die. Ja? Was ich am meisten, oder was ich am wenigsten mag, das sind solche Leute, die anfangen einen zu vergöttern. Das kann ich überhaupt nicht ab. Weil mir das meine Selbstständigkeit raubt. Weil die Leute mir sagen, dadurch, mach mal das, was wir wollen, und dann ist es in Ordnung. Die wollen einen Führer haben. Die wollen, dass man selber sie anführt. Ja, die wollen eine Mutti, die sagt, was sie zu tun haben. Als sie die Friedensbewegung gegründet haben, haben wir, also die Lars Mehrhaus Friedensbewegung, da haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen keine Führer, keine Lieder, das seid ihr selbst. Aber wenn ihr selbst die Lieder und die Führer sein wollt, wirklich sein wollt, dann müsst ihr das verändern, die Fremdheit in euch. Das Fremde in euch, das müsst ihr verändern. Ihr müsst es verhindern, dass es weiter wächst, dass es weiter Kollateralschäden in eurer Psyche anrichtet. Und dass ihr irgendwann in einem Irrgarten euer Zuhause findet, wo ihr den Irrgarten für Realität haltet, aber nicht den Ausgang wählt. Ne? In den ihr überhaupt niemals in den Irrgarten hättet reinkommen dürfen. Und das versteht ihr alle. Das verstehen die meisten Menschen überhaupt nicht. Das verstehen sie deswegen nicht, weil sie etwa blöd sind oder dumm sind. Das ist gar nicht der Grund. Das verstehen sie deswegen nicht, weil es ein absolutes Überhangangebot an geostrategischen Theorien innerhalb der Befreiungsbewegung gibt. Bankenkriege, CIA und so weiter, Geheimdienste etc., Verschwörungstheorien ohne Ende. Und das ist der Grund, warum sie das nicht finden. Die sind in einem Kreislauf, in einem Hamsterrad der Kriminologie gefangen und können da nicht mehr raus, weil das macht irgendwo auch süchtig. Das ist auch so etwas wie das Fremde halt weiterleben in einem, weil da muss ich ja keine Empathie zeigen. Da kann ich ja kalte Logik walten lassen. Das ist auch der Grund, warum in vielen Systemen die kalte Logik gesiegt hat. Ja, das war meine Einführung in den ersten Teil. Ich habe ja gerade hier so ein paar Seiten vorgelesen. Also das ist ein wahnsinnig tolles Buch. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dieses Buch, da habe ich eine Kritik gelesen, wo einer geschrieben hat, also dieses Buch, ich weiß ja schon viel, hat er geschrieben, ich weiß wirklich viel. Aber in diesem Buch hat es nicht eine einzige Seite gegeben, wo ich nicht irgendetwas angemarkert habe. Und das ist bei mir genauso. Fast in vielen Seiten, sage ich mal, habe ich da was angemarkert. Weil das so wichtig ist und so interessant ist, sich damit auch zu beschäftigen. Weil das ist der Ausweg aus der Falle, von der Wilhelm Reich in seinem Buch Christusmord, die emotionale Pest der Menschen, geschrieben hat. Das hier ist der Ausweg. Arno Groen ist der Ausweg aus dem Ganzen. Ich beschreibe extra Arno Groen, weil ich schon sehr viel über mein Nichtkampfprinzip geredet habe, gesagt habe, weil in meinem Nichtkampfprinzip. Deine kalte Logik endlich mal abstellen! Deine beschissene kalte Logik endlich mal abstellen! Du willst nicht konstruktiv sein, du willst nur mit Finger auf jemanden zeigen. Du willst nicht konstruktiv sein, du willst nur mit Finger auf jemanden zeigen, wie dieser Vogel! Studiert hat. Das hat mir nicht ein bisschen was gebracht. Wenigstens solltest du dementieren lernen. Dementieren lernen. Ja, genau. Und wie ist der Vorsatz davor noch? Fick dich. Und bringe da mehrere Teile von raus. Ich weiß nicht, wie viele es werden, aber wie ihr seht, gibt es ja viele Bücher von ihm. Ich habe vielleicht mal gerade die Hälfte. Und ja, da werde ich ab und an einfach so mal was vorlesen und euch was für Nachdenken mitgeben, damit ihr endlich auch auf den Geschmack kommt, euch mit Psychoanalyse, mit der Seele oder mit dem Emotional, mit all dem, was ihr in euch habt, auch einmal ungefähr und ungelenkt von mir befruchten lasst. Dass ihr auch mal sagt, okay, es ist ganz interessant, ich muss ja nicht Arno Groen und ich muss auch nicht Rüdiger Lenz lesen, aber ich lese vielleicht mal Erich Fromm oder meinetwegen auch Eugen Drewermann. Da steht eigentlich das Gleiche drin, nur anders beschrieben. Damit beschäftige ich mich jetzt einmal und gucke mal, ob das auch wirklich etwas ist, was ich in eine Handlung vollführen kann. Und das kann man handeln. Da hat man was von. Da habt ihr was von. Wenn ich Geostrategie höre, mit irgendwelchen Verschwörungssachen, die auch der Wahrheit entsprechen, dann da kann ich ja erstmal nichts machen. Also wenn ich genau weiß,
dass 9-11 etwas anderes passiert ist, ja, was soll ich da machen? New York neu aufbauen? Soll ich ins Weiße Haus und da irgendeinen Präsidenten vom Stuhl reißen? Das wird ja nicht gelingen. Soll ich das Pentagon auflösen? Auch das wird mir jetzt überhaupt nicht gelingen. Die fahren alle ihren Stiefel. Fahr du deinen eigenen. Das ist viel wichtiger. Ja, ich danke euch, dass ihr mir hier wahrscheinlich 50 Minuten oder wie war das jetzt? Ja, 50 Minuten zugehört habt. Ist ein langes Statement von mir geworden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht oder ihr wart sehr interessiert. Vielleicht wart ihr das, vielleicht auch nicht. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht was draus. Erkundigt euch selbst. Überprüft das, was ich gesagt habe. Glaubt mir nicht einfach blindlings. Und schaltet das nächste Mal ein, wenn Teil 2 Ahnung Grooming auf Nichtkampf TV zu sehen ist. Mein Name ist Rüdiger Lenz und ich wünsche euch ein super Leben. Tschüss. Aber im Sinne von den politischen Konsequenzen. Wir leben in einer Welt, in der wir zunehmend voneinander abhängig sind und gleichzeitig uns vermehrt gegeneinander einsetzen. Warum stellen sich Menschen gegen das, was sie miteinander verbindet, und gegen das, was sie miteinander gemeinsam haben, das Menschsein? Die Frage nach diesem Menschsein ist die Frage nach der Identität des Menschen. Es ist im Grunde die Frage, die man kann, um an seinem Menschsein festhalten zu können. Es ist schwierig, sich dieser Thematik zu nähern. Das, was unser Bewusstsein formt, dient zwingenden Systemen, welche unsere wirklichen Bedürfnissen der gesellschaftlichen Ordnung unterordnen. Was uns zwingt, sind Kräfte, die uns dazu bewegen, Macht und Gehorsam als Eigenziele einzuverleiben, sodass die ureigenen Bedürfnisse für Wärme und Liebe von uns losgelöst und sogar verleugnet werden. Diese Bedürfnisse, von ihren eigentlichen Verbindungen getrennt, werden zu ununterbrochenen Erfahrungen, die von zerstörerischer Wut begleitet, zur Zersplitterung des Individuums führen. Und dies macht die Beantwortung der Frage, wer bin ich, wohin gehöre ich, fast unmöglich. Aber wir müssen versuchen, sie zu beantworten, denn das Fortbestehen unserer demokratischen Lebensweisen hängt davon ab. Für viele dreht sich die Antwort um die gesellschaftlichen Rollen, die man spielt. Es ist die Identifizierung mit Rollen
und Symbolen, aus der diese Art von Identität emporsteigt. Wenn aber in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs, wirtschaftlichen und politischen Chaos diese Identifizierungen keinen Halt geben, wird Unruhe und Unsicherheit zum Merkmal einer so betroffenen Gesellschaft. Menschen fühlen sich bedroht, sind verwirrt, wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Manche versuchen durch Gewalt jene Umstände wiederherzustellen, die, wie sie glauben, ihre bedrohte oder verloren gegangene Identität zurückbringen werden. Historiker sprechen von Perioden des Auseinanderfallens und neuen Identitätsgeburten, ohne in Frage zu stellen, ob tatsächlich Identität aus neuen gesellschaftlichen Rollen emporsteigt. Das aber verstärkt die Sicht über, was Identität wirklich ist. Und zugleich befestigt es jene Sicht der Persönlichkeitsentwicklung, die der Aufrechterhaltung eines Bewusstseins dient, welche Identifikation mit der Macht und dem Gehorsam, den Macht für seine Befestigung benötigt, dient. Diese Sicht aber bestimmt unser Denken und führt zu einem verhängnisvollen Dilemma, das die Friedfertigen und demokratisch Gesinnten paralysiert. Wenn wir glauben, dass Identität und Identifikation mit Identität gleichgestellt ist, müssen wir den Nationalismus als Ausdruck einer Identitätsentfaltung akzeptieren. Dann haben wir aber Mühe, ihn zu bremsen, wenn er in Gewalttätigkeit, Mord, Vergewaltigung und Krieg mündet, in der Entmündigung und dem Missbrauch der Verwundbarsten, das sind die Kinder und die Frauen. Wir hören dann auf, Mord als Mord, Gewalttätigkeit als Gewalt zu sehen, denn als Ausdruck eines nationalistischen Anliegens glauben wir, diesen respektieren zu müssen und machen uns damit zum seinem nächsten Opfer. Wir versuchen, aus dem Zwang unseres Denkens heraus, Nationalismus zu dämpfen, einzuschränken, zu besänftigen, ohne uns die Frage selber stellen zu können, ob Nationalismus in der Tat mit Identität zu tun hat. Vorweg muss ich sagen, dass die Identifikation mit einem Land, mit Menschen und deren Bräuchen, das Teilen von gemeinsamen Hoffnungen, Erlebnissen, Freuden,